Heute ist unter anderem deswegen ein wichtiger Tag, weil heute Morgen treffen zum ersten Mal unsere beiden Sängerinnen, die beiden Schauspieler und das Orchester zusammen. Alles, was Sie in den vergangenen Tagen auf der Probebühne geübt haben, müssen Sie jetzt hier musikalisch erstmal mit dem großen Apparat zusammenbringen. Und alles, was man vorher sich nur im Kopf vorgestellt hat oder was der Pianist auf dem Klavier angedeutet hat, erschlägt einen dann förmlich, wenn das dann in 4D und Farbe und im ganzen Raum verteilt auf einen einprasselt. Man braucht diese Distanz mit Werk, alles zu sehen, zu analysieren, und gleichzeitig sind wir im Motor von diesem Stück. Und dann haben die auch noch unseren Reisebericht einfach gelöscht. Ja, also am ersten Abend, da waren wir im Brauhaus eingeladen. Die Einladung haben wir sehr gerne angenommen. Um 20:30 Uhr sind wir dann hingegangen, setzen uns erwartungsvoll an einen Tisch. Dort saßen wir 30 Minuten. Ja, wir haben jetzt in der letzten Woche das Stück von meiner Seite aus zusammengebaut, uns für die Texte entscheiden, die Schauspieler sprechen, und mit denen habe ich jetzt das auch geprobt auf der Probebühne. Jetzt kommt das hier alles zusammen. Das ist natürlich total interessant, weil es dann doch wieder alles sehr, sehr anders ist. Und natürlich ist es aber toll, jetzt die Energie zu spüren, die das Ganze kriegt. In the beginning, everybody is a little bit nervous because the musician doesn't know the music because they never heard before. So it will take a little time, in fact, for them to know when they play, who play with them, and to be in to know the context of the piece. Das Fazit dieses Urlaubs ist, dass wir jetzt Urlaub brauchen. Danke. Dieser Tag ist aber vor allen Dingen deswegen auch ein sehr wichtiger Tag, weil wir heute Abend mit dem Labchor im Saal proben werden. Willkommen, Labchor! Ja, also in der Philharmonie ist es ja so, dass die Choristen, die natürlich von der anderen Seite kennen, die sitzen im Auditorium normalerweise und beobachten das Geschehen. Und Chor, go! Wie und warum können betreten? Warum hast du das? Sehr aufregend, spannend, weil wir jetzt mal so die ersten Auftritte ausprobieren und üben. Das Hauptproblem ist, es ist hier unten viel zu laut. Und das liegt nicht an Ihnen. Also das ist einfach, der Boden ist zu laut, das wird zu unruhig, der Komponist wird uns aufs Dach steigen. Das geht so nicht. We have a choir with quite 100 people. There's a moment in the music which is very calm and very slow, and if those people walk, for example, I am afraid that it will be noisy. Wir versuchen nochmal was anderes. Die Idee ist folgende. Sie kommen von da oben, dann der oberste Balkon. Von da geht die Prozession über die Wendeltreppe, die Treppe runter im Mittelblock, die vorletzte Reihe einmal durch, darüber, da auch nochmal durch die zweite Reihe durch. Das müssen wir einmal ausprobieren. Haben das alle verstanden? Natürlich heute zum ersten Mal in der Philharmonie, also zum ersten Mal in dem Raum, wo wir nachher auftreten werden. Das ist schon was anderes wie in der Aula oder in der Stolberger Straße, in dem Proberaum. Eine andere Akustik, man muss plötzlich dann wirklich diese Wege gehen. Bis dahin ist das richtig toll. Also es sieht unglaublich gut aus, ist viel besser als das davor. Jetzt haben wir heute Abend zum ersten Mal hier in dem Originalraum den großen Chor gehabt, den Laienchor, den Labchor. Und das war jetzt meine Probe, also auch für François-Xavier Roth, das war jetzt unsere Probe mit dem Chor. Und ich glaube, die haben wir ganz schön gut genutzt, also weil er natürlich mit denen einmal das auch musikalisch ein bisschen einstudieren muss und ich mit denen Gänge überlegen muss, Auftritte, Abtritte, in welchen Haltungen machen die das. Das Gebäude ist ja sehr komplex und der Komponist hat sich gewünscht, dass das alles genutzt wird.
kommen Sie? Ihr Mitleid mit den angeblich ständig selbst verschuldeten Problemen und Lebensumständen hält sich bei Ihnen, wenn es sich um Europäer handelt, aber auch in Grenzen. Bei uns ist immer der Einzelne schuld. Sichtbar sein. Eigenverantwortung gefragt. Den unmündigen Migranten sieht man dagegen ausschließlich fremden Zwängen ausgesetzt. Ja, es hat ja einfach noch keiner dieses Werk in voller Gänze gehört. Und das werden wir vor Samstag auch nicht tun. Und am Sonntag ist die Premiere. Wunderbar, sehr schöne Probe, sehr effektiv. Bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Und ich möchte euch gratulieren. Bravo. Bravo. Et voilà.